Hallo und herzlich willkommen zum NMAC Let's Play bzw. Anspiel von Link's Awakening auf dem Game Boy. Also das Spiel, was wir hier spielen, ist tatsächlich nicht auf dem Game Boy, sondern auf dem 3DS. Bei uns in der Redaktion kam die Frage auf, lässt sich die E3-Demo von dem Remake, die bis zum Ende des ersten Dungeons geht, in 15 Minuten durchspielen oder nicht? Deswegen testen wir das hier mal mit dem Original. Also, ich lösche meinen Spielstand. Ich habe natürlich ein bisschen geübt, weil ich die schnellstmögliche Möglichkeit benutzen will, wie wir das spielen können. NMAG. So, jetzt genau eine Minute, los geht's. Das, was lange dauert am Spielen dieses Spiels, sind natürlich die ganzen Dialoge. Jetzt redet uns erstmal Marin an. Gott sei Dank, ich dachte, du wachst nie mehr auf. Was, Zelda? Nein, ich heiße Marin, du bist auf der Insel Kokolind. Bist du in Ordnung? Die Insel heißt Kokolind im USA. Spiel 40. Was, woher ich den Namen weiß? Der steht auf der Rückseite von diesem Schild hier. So, wir versuchen also hier einen Speedrun zu machen und so schnell wie möglich alles zu erledigen, was es zu erledigen gibt. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal zum Strand und besorgen uns das Schwert. Ach, da unten hätte ich auch durchgekommen. Siehste Mal schon ein bisschen Zeit verloren. Aber gut, es geht ja nur um das Prinzip. Ein junger Mann soll den Windfisch wecken, um die Insel wieder verlassen zu können. Ich muss in den Zauberwald. Okay, Schwert geschnappt. Ich glaube, ich habe gar nicht gesagt, wer ich bin. Ich bin Arne. Upp, ich mache mal das Video ein bisschen dunkler, damit ihr besser sehen könnt. So, los geht's. Bams. Aua. Macht nichts. Das kostet uns nämlich keine Zeit. Erst wenn wir sterben. Aber das wollen wir lieber lassen. So, Rubine sind uns auch egal. Wir wollen ja nur beweisen, dass man diese Demo in der Viertelstunde durchspielen kann. Ich glaube, dass das mit den Dialogen hier relativ viel Zeit kostet in der Gameboy-Version, weil der Bildschirm so klein ist. Na, siehst du schon der nächste. Willkommen im Zauberwald, du wirst diese Insel auf keiner Karte finden. Gut, 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 bla. Andere Naturgesetze. Warst du schon am Wurmpalast? Nein, war ich nicht. So. Also wer die Demo nutzt zum Erkunden, der schafft es natürlich innerhalb von einer Viertelstunde auf keinen Fall alles zu spielen. Denn dafür gibt es einfach zu viel zu tun. So, wir müssen hier in die Höhle. Um auf der anderen Seite wieder rauszugehen und uns den Pilz zu holen. Schwuppdiwupp, du hast eine Schlummermorchel gepflückt. Beim Hochheben verbreitet sie ein fauliges Aroma. Und wieder zurück. Also ich bin schon so nah dran an einem Speedrun, wie man sein kann. Wenn man das Spiel so selten spielt wie ich. So, und jetzt hole ich mir aber trotzdem ein bisschen Lebensenergie. Weil das bestimmt weniger Zeit kostet, als wenn ich sterbe und von vorne anfangen muss.
Das hätte so ein richtig toller Speedrunner natürlich auch anders gemacht. Aber ich bin natürlich kein richtiger Speedrunner, ich bin ja nur einer der... Ich habe das Spiel in meiner Jugend sehr, sehr viel gespielt. Ich habe das auf dem Gameboy besessen damals und das war mein erstes Zelda-Spiel. Ich habe es geliebt. Ah, es hat eine Schlummermeuchel dabei. Ich hatte immer gedacht, dass es ein Übersetzungsfehler ist und dass es eigentlich eher sagen soll. Aber in dieser DX-Version steht immer noch S, obwohl sie einige Sprachteile angepasst haben. Warum treffe ich die nicht? Weiß ich nicht. Naja, was soll's. Da geht's. Schnell vorbei zum Waschbären. Und bumm. Ich versuche möglichst wenig zu erklären. Also was ich mache schon, aber warum, das erkläre ich nicht. Damit ihr beim Spielen des Remakes, was ja im September erscheint, selber noch genug Spaß haben könnt. Boah, diese Eule. Hoffentlich kann man die schneller überspringen im Remake. Bevor ich sterbe, nehme ich lieber ein bisschen Herzen mit. Ach gut, siehst du mal, hätte ich da auch gekriegt. Wusste ich nicht. Ich habe natürlich die Schwierigkeit, dass ich dieses Spiel hier spiele, mit dem 3DS auf dem Tisch liegend, damit ihr das Bild vernünftig sehen könnt. Was bedeutet, ich kann das nicht mit meinen Daumen spielen, die Tasten drücken, sondern benutze dafür meine Zeigefinger. Und das macht das Spiel natürlich ein bisschen ungewohnt. Was tun wir nicht alles? So, knapp 7 Minuten gebraucht, um hierher zu kommen. Jetzt Speedrun durch den Dungeon. Level 1 Wurmpalast. Ups, das wollte ich nicht. Das hat mich ein paar Sekunden gekostet. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Es geht ja im Grunde auch nur um das Prinzip. Ich will ja keinen Rekord aufstellen. So, 2 Schlüssel haben wir. Die Musik so schön in diesem Spiel. Sogar die Dungeon-Musik. Leider ist es halt auf einem Gameboy gespielte Musik. Deswegen freue ich mich auch sehr auf das Remake, weil da einfach die Musik auch neu drin ist und man die wahrscheinlich viel besser auf der Stereoanlage hören kann. Ohne seine Mitmenschen zu nerven, die nicht so auf 8-Bit-Musik stehen. Der Gameboy überhaupt 8 oder waren es nur 4? Ich weiß es gar nicht. Oh, ein fliegendes Herz, was das wohl zu bedeuten hat. Eine Greifenfeder. Mensch. Na, das ist ja was. Plötzlich haben diese Jump-and-Run-Sequenzen auch mehr Sinn. Und sind nicht nur Run-and-Fall-Down-Sequenzen. So. Der dritte Schlüssel.
brauchen wir nämlich hier, um zu dieser Kiste zu kommen, wo der große Schlüssel drin ist. Hier lassen wir uns gar nicht aufhalten. Der Zwischenboss. Der ging ja flott. Und der Boss. Ups. Ja, das hätte nicht passieren sollen. Jetzt bin ich hier runtergefallen und muss leider nochmal rein. Aber ich kann ja springen. Ach, schon wieder. Ich stelle mich aber auch blöd an heute. Ich gebe zu, ich bin auch nicht so ganz glücklich mit dieser Steuerung, mit den Zeigefingern. Die funktioniert nur so leidlich, weil ich ja natürlich gegebenenfalls... Oh, jetzt bin ich auch noch gestorben. Na gut, speichern und weiter ohne speichern. Wir sind ja keine Mäuse hier. So, damit können wir zum Glück zum Zwischenboss zurück. Wir müssen aufpassen, dass wir nur seinen Schwanz treffen. Weil alles andere uns... Ah, geschafft. Weil alles andere uns nämlich wegstößt. Herzteil eingesammelt. Und... Musikinstrument eingesammelt. Und wir haben keine 12 Minuten gebraucht. Das hat doch gut funktioniert. So, das war's mit diesem Video. Wir haben bewiesen, man kann die Demo in 12 Minuten besiegen, denn bis hier geht sie wohl. Und damit hoffen wir, ein bisschen Spaß gemacht zu haben bei eurem beim Zugucken. Und vielleicht habt ihr ja jetzt mehr Lust auf das Remake gekriegt. Ich kann euch nur sagen, das Spiel ist fantastisch. Ich habe das sehr gerne gespielt früher. Los geht's. Tschüss.